Das ist eine Betrachtung von außen gewesen. Ich war 1983 bei einer Tagung hier auf Burg Hees. Und dann haben wir mal hier geparkt. Da habe ich die große Fläche gesehen, die ich jetzt als Minoritenplatz kenne, und habe auch das Haus gesehen. 1984 bin ich dann hier zur Ausstellung Land im Mittelpunkt der Mächte gekommen. Ich war damals noch nicht in Kleve, hatte an der Uni in Nijmegen gearbeitet in der Zeit, und da hatte sich rumgesprochen, dass hier eine schöne Ausstellung ist. Und ich bin dann mit einem Freund hier hingekommen an einem Sonntagnachmittag. Ich habe nachgeschaut am 4. November. Und da ich noch kein Auto hatte und mein Freund auch nicht, sind wir Fahrrad gefahren. Trotz der späteren Jahreszeit haben wir uns die Ausstellung angesehen und ich war vollkommen platt. Zunächst mal das Thema, also dass da diese Geschichte dieser drei Länder so schön dargestellt wird. Dann die Fülle an Material, die man hier sehen konnte. Und was mich als Historiker natürlich ganz berauscht hat, ist, dass dort sehr viele Flachware zu sehen war. Also viel Verwaltungsschriftgut, was natürlich in Museumskreisen als Todsünde gilt, aber für mich war das berauschend. Wir waren sehr begeistert, wir haben uns auch den ganzen Nachmittag unterhalten und das laut wissenschaftlich kommentiert, so dass zuletzt eine Dame uns gebeten hat, endlich mal den Mund zu halten. Wir haben natürlich auch den großen Katalog gekauft, den fanden wir sehr ganz schön. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren, aber weil wir uns so lange aufgehalten hatten, war es schon stockfinster. Also im Dunkeln mit den beiden Katalogen auf den Gepäckträgern sind wir dann nach Hause gefahren. Mein Freund hatte leider kein Licht und dann haben wir noch ein Bußgeld bekommen. Die Polizei hat uns angehalten. Aber ansonsten sind wir wohl nach Hause gekommen. Dort haben wir dann den Katalog studiert. Der war berauschend. Und im Endeffekt habe ich diesem Katalog sogar meine Stelle in Kleve zu verdanken vielleicht. Weil mein Vorgänger Klaus Flink hat in dem Katalog ein hervorragendes Kapitel über die Städte in Kleve geschrieben. Und das ist auch aufgefallen in Nijmegen. Und aufgrund dieses Aufsatzes ist er eigentlich eingeladen worden, eine Professur an der Uni Nijmegen anzutreten. Also ein Extraordinariat war das. Und so ist auch indirekter Kontakt zu mir zustande gekommen. Und ich bin dann 1988 tatsächlich als sein Assistent zunächst nach Kleve gekommen. Also ich denke, ein Merkmal dieses Hauses ist, dass von Anfang an, das steckt auch in der ursprünglichen Konzeption von Gorssen aus den späten 50er Jahren drin, dass es auch ein historisches Museum sein sollte. Und gerade die beiden Ausstellungen, die wir gerade genannt haben, die zeigen, dass man dieser Aufgabe auch bis heute eigentlich gerecht wird in diesem Haus. Ich denke, eine ganz große Bedeutung. Letzten Endes ist es auch ein halb niederländisches Haus. Es ist ja von einem Künstler gebaut worden, der aus den Niederlanden kam. Ich denke, der auch hierhin kam, weil Kleve schon lange eine Stadt war, die in niederländischen Kreisen bekannt war. Mein Vorvorgänger Friedrich Gorssen hat Kleve im 19. Jahrhundert mal als Pensionopolis bezeichnet. Also hier lebten tatsächlich sehr viele Rentner. Und das waren auch zum einen Großteil waren das Niederländer, die ihr Kapital, darf man heute nicht mehr sagen, in den Kolonien oft gemacht haben. Und das war die Basis. Und ich denke, Kleve hat auch den Reiz gehabt, weil das exotisch wirkte mit den Hügeln. Für diejenigen, die aus den holländischen Städten im Westen des Landes kamen, ist das schon richtig Ausland gewesen, wobei sie andererseits die Sprache wiedererkannt haben. Das ist sozusagen, alles kommt zusammen in diesem Haus Kuckuck. Und dann Gorssen ist der erste Leiter des Museums gewesen. Er ist ja immer ein Vertreter gewesen der These, dass das Gebiet zwischen Köln und Utrecht, grob gesagt, dass das kulturell gesehen eine Einheit ist. Ich denke auch, dass die Ausstellung Land im Mittelpunkt der Mächte in abgeschwächter Form auch diese Idee wieder aufgegriffen hat damals. Ja, und dann Guido de Werd brauche ich nicht zu betonen, als ein Nachfolger, der hat natürlich auch immer, ist selber Niederländer gewesen, hat auch in den Nijmegen immer gelebt. Und hat auch immer die Kontakte zu den Niederlanden gepflegt. Und ich denke, das ist ein Pfund, mit dem man auch wuchern kann und mit dem dieses Haus auch immer gewuchert hat und bis heute wuchert, zu Recht.